Blue-Control-Roller an Jalousien-Schalter hinzufügen. Um ein neues Blue-Control-Gerät in Ihrem Netzwerk hinzuzufügen, wählen Sie in der Menüleiste im Hauptbildschirm den Plus-Button. Es öffnet sich ein Untermenü. Wählen Sie Gerät hinzufügen, um die Gerätesuche zu starten. Es werden nun alle verfügbaren in der Nähe installierten Blue-Control-Geräte angezeigt. Wählen Sie das gewünschte Gerät aus, um es ins bereits angelegte Netzwerk zu integrieren. Ich wähle hier den Rollladen-Jalousien-Schalter für eine Rollladensteuerung aus. Bei einem Rollladen-Jalousien-Schalter ist eine Einrichtung notwendig. Wählen Sie Start, um die Kalibrierung zu beginnen. Zuerst wird die Bewegungsrichtung des Rollladen abgefragt. Halten Sie dazu die Pfeiltaste gedrückt, fährt der Rollladen nach oben, so ist die Bewegungsrichtung in der App richtig hinterlegt. Sollte der Rollladen nach unten fahren, setzen Sie den Haken bei Bewegungsrichtung umkehren und fahren Sie dann den Rollladen nach oben. Im nächsten Schritt wird die Zeit für den Fahrtweg des Rollladen nach unten gemessen. Halten Sie dazu wieder die Pfeiltaste gedrückt. So lange, bis der Rollladen komplett geschlossen ist. Dabei läuft die Zeit im Bildschirm mit. Daraufhin folgt die Messung für den Fahrtweg des Rollladen nach oben. Halten Sie die Pfeiltaste wieder gedrückt, bis der Rollladen vollständig geöffnet ist. Ist der Vorgang abgeschlossen, so kann eine Kalibrierung für die Lamellen der Jalousie vorgenommen werden. Da es sich in meinem Fall um einen Rollladen handelt, setze ich den Haken bei Nein. Das Gerät ist nun fertig eingerichtet und kann über die App gesteuert werden. Rollladen und Jalousien sind in einer eigenen Kategorie zu finden.